Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Laut jüngsten Umfragen liegen CDU und SPD bei der Wahl fast gleich auf. Die AfD könnte mit rund 7% in den Landtag einziehen. Das sorgt bei einigen Hannoveranern für Entsetzen. Ich bin eigentlich noch viel zu erschrocken, dass die überhaupt so weit gekommen sind. Ich mag mir nicht vorstellen, wohin das noch führen kann. Vielleicht brauchen wir mal wieder einen Adolf und einen richtig großen Krieg, damit wir wissen, was wir getan haben. Eine Fortführung der rot-grünen Regierung ist laut Umfragen nicht möglich. Neben einer großen Koalition wäre eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP oder eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP denkbar. Schafft die Linke den Sprung über die 5%-Hürde, wäre auch Rot-Rot-Grün möglich. Wichtig sind den niedersächsischen Wählern aber vor allem eine gute Bildungspolitik, Infrastrukturmaßnahmen und Migrationspolitik. Die Sache mit den Asylanten, dass man das in den Griff kriegt, dass man nicht ohne Ende aufnimmt, sondern die, die man aufnimmt, was auf jeden Fall wichtig ist, dass man die auch betreuen kann und nicht einfach sagt, her, her, her und dann aber keine Betreuung für die Leute hat. Die Landtagswahl wurde auf den 15. Oktober vorgezogen, weil die Abgeordnete Elke Twesten im August von den Grünen zur CDU gewechselt war. Damit verlor die rot-grüne Koalition unter SPD-Ministerpräsident Stefan Weil ihre Mehrheit.